Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Johannes Linke, Winters Abschied. So ging der Winter dahin. Das Eis löste sich von den Weiherrändern und an der Sonnenseite der Berge schmolz der Schnee. Die ersten Lärchen kreisten empor, die Knospen platzten auf, die Haselstauden hingen voll Gold und die Wintersaaten färbten sich fröhlich grün. Wir gingen nicht mehr täglich zu unserem Hause, denn es wurde uns zu eng, zu dumpf und zu dunkel. Die Sonne lockte uns ins Weite und es trieb uns zu anderen Dingen, als in unserem Gelass zu sitzen. Der letzte Schultag kam und der Lehrer gab uns schlechte Zeugnisse und gute Ermahnungen mit in die Frühlingsferien. Daheim schoben wir die Zensurbücher möglichst still und unbemerkt unter Vaters Schreibeblätter, aßen zu Mittag und stürmten dann so schnell wie möglich hinaus in den Frühling und die freien Tage.